Ladies and Gentlemen, erster Kampf des heutigen Abends. Federgewicht, die Division, 3x5 Runden ausgemachte Distanz und parteiischer im Ring. Mr. Eric Wellington aus den USA. Ladies and Gentlemen, meine sehr verehrten Damen und Herren, Auftaktapplaus für den Auftaktkampf. Magomed Ozaev und Habib Nouri. Und die zwei Kontrahenten, die geben heute ihr Profidebüt. Beide haben schon Amateurkämpfe bestritten. Vier sind es bei Habib Nouri. Zwei davon hat er gewonnen. Zwei sind unentschieden ausgegangen. Und Magomed Ozaev hat fünf schon absolviert. Zwei davon siegreich. Und jetzt ist amtlich We Love MMA 56 hat begonnen. Hoher Kick gleich mal von Habib Nouri. Boxen sauber mit Geraden. Ja, das wissen wir. Das wissen wir. Verteidigt es. Ozaev im Innenfight. Das sollte ihm liegen. Sehr starker Ringer. Unter anderem Staatsmeister, Landesmeister im Ringen. Und bringt jetzt auch Nouri zu Boden. Setzt ihn sofort zu. Aber er kann ihn nicht unten halten. Nouri weiß, er muss wahrscheinlich diesen Kampf im Stehen führen, also als Striker. Ja, Magomed will die enge Position, dieses eng umschlungene, um sicherlich dann irgendwann den Takedown zu versuchen, den Gegner auf den Boden zu bringen. Und Habib arbeitet mit den Knien zum Körper. Nouri macht es gut. Macht es gut und er scheint sich gut verteidigen zu können gegen den starken Ringer. Ja, Ozaev ist ja nicht nur als Ringer sehr erfolgreich schon gewesen, im Sambo und anderem internationaler Staatsmeister gewesen. Und auch im BJJ hat er seine Erfahrung gesammelt. Also ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, bis er natürlich versucht, den Kampf auf die Matte zu verlagern. Nouri hält gut gegen. Starker Kniestoß. Ja, aber es kostet Kraft. Er muss viel Kraft aufbringen, um sich da oben zu halten. Das heißt, er hängt sich da richtig rein in seinen Kontrahenten. Kurze, schnelle Linke zum Kopf. Nochmal hinterher. Kann bis jetzt aber den Takedown. Jetzt hat er ihn. Oh. Double Leg und damit hat er starker ihn am Takedown. Boden. Nouri hat den Käfig im Rücken, nutzt es auch, um sich abzustützen. Wird hochkommen. Ja, löst er die Situation. Und gleich wieder der Takedown. Okay, also man sieht sofort, wie die Kampftaktik der beiden aussieht. Im Prinzip wie erwartet. Die beiden Takedowns machen sich natürlich auf der Liste der Punkte bemerkbar. Das sehen die Kampfrichter, das gibt Punkte. Beim MMA nicht nur Schläge und Kicks bewertet, sondern auch Würfe oder das zu Boden ringen, der Takedown. Also mal gerade, wenn die Runde vielleicht sehr ausgeglichen war, dann gibt das den Ausschlag, wer war der aktivere Kämpfer, wer hat mehr Techniken gezeigt, einfach diese Kampfführung an den Tag gelegt. So, das Bild ist vertraut. Ozaev drückt Nouri an die Cage-Wand. Aber er nimmt auch den Kopf immer sehr weit runter. Nouri merkt es, er hat mehrfach schon dieses Knie nach oben gebracht zum Körper und das könnte auch ganz schnell mal am Kinn landen. Oh, jetzt dann aber mal das Knie von Magomed Ozaev. Und wieder der Takedown. Das ist natürlich die Position, die der Ringer sich wünscht. Aber dafür kann er ihn noch nicht unten halten. Also er bringt ihn zwar nach unten auf die Matte und dann ist aber Nouri sofort wieder oben. So, beide behaken sich dann mit diesen kurzen Schlägen, diesen kurzen Ellbogen-Checks. Die sind nicht wahnsinnig kraftvoll, aber das nervt natürlich. Aber stark von Nouri, dass er jedes Mal wieder so schnell auf die Beine gekommen ist. Allerdings ist er jetzt fast schon die ganze Runde in der Defensive. Muss sich ständig verteidigen, die Takedowns. Hat jetzt wieder gute Knie gebracht. Ja, das ist eine Technik, die ihm liegt. Er kommt ja vom Kickboxen und dann vom Muay Thai. Das war sein Weg zum MMA-Sport. Ah, nächster Takedown. Jetzt hier Magomed Ozaev. Der bringt sich jetzt, glaube ich, in eine gute Position, um diese Runde zu gewinnen, die noch nicht mal mehr eine Minute läuft. Jetzt neutralisieren sie sich so ein bisschen da an der Wand. Wahrscheinlich
Kurzes Durchschnaufen. Es ist für beide sehr, sehr intensiv, was sie da betreiben. Harte Ellenbogenstöße. Nori verteidigt immer noch gut. Versucht jetzt den Takedown zu vermeiden. Ich bin gespannt, wer jetzt nochmal so eine kleine Schlussoffensive landet hier zum Ende der Runde. Es wird gleich ein Klopfzeichen geben, wie üblich, so 10 Sekunden vor Rundenende. Und Magomed Asaif, nochmal ein Takedown und damit sichert er sich auch die Runde. Ja, ich denke schon. Also Nori war die ganze Zeit in der Defensive, musste sich ständig gegen die Takedowns, gegen das starke Ringen verteidigen. Das kostet viel Kraft und man merkt es ihm auch an. Da ist er, glaube ich, unzufrieden mit. Naja, er konnte natürlich den Kampf überhaupt nicht selber führen in dieser ersten Runde, sondern er musste permanent nur reagieren. Hat sich aber soweit ganz geschickt hier aus der Affäre gezogen, konnte dann auch die Schläge hier ganz gut ausweichen, aber immer wieder hat Magomed Asaif ihn dann zu Boden gebracht. Aber im Stand wiederum Nori, diese Knie- und Ellbogentechniken, und das werden wir auch gleich sehen in den Aufnahmen, haben auch Asaif zugesetzt, denn der ist im Gesicht gezeichnet. Second shot, Betreuer aus dem Ring, second shot, please. Ja, sieht man richtig schön unter dem linken Auge, da hat er schon ja, einige aufgeschürfte Stellen, oben an der Stirn auch. Runde 1. Ja, und der Rest der Halle darf sich anschließen. Das ist gute Arbeit da oben. Nori muss jetzt Gas geben. Er muss kommen. Er darf die zweite Runde jetzt nicht nochmal abgeben. Und ich denke mal, er wird jetzt versuchen, im Stand die Punkte zu holen. Er müsste wahrscheinlich ein bisschen mehr Distanz halten. Er darf Magomed Asaif gar nicht ranlassen. Also, lange Hände, lange Kicks. Oh, erstaunlicherweise genau vom Gegner, von Magomed Asaif. Der beginnt mit diesem Kick. Aber jetzt versucht. Oh, gut getan, eingesprungen. So, im Hintergrund, da sieht man das Team von Magomed Asaif, die im Kämpfer dadurch ins Ohr soufflieren können, was er denn zu tun hat, was er machen soll. Oh, jetzt Ansatz von der Würgetechnik. Er kann den Arm nicht ganz schließen. Ja, da kommt er noch raus. Das Kinn ist dann zwischen dem Arm. Das ist kein tiefer Griff, der ist noch nicht gefährlich. Wieder im Stand. Und was Asaif macht, er dreht dann immer auch so ein bisschen die Hüfte nach vorn. Und unterbindet damit, dass der Gegner eben leicht zu einer Fußtechnik kommt. So, aber diese Knietechnik allein, das wird nicht reichen für Habib. Wieder ein Ansatz von der Würgetechnik. Aber das erste Mal, dass Habib seinen Gegner zu Boden gebracht hat. Jetzt setzt er ihm zu, Ground and Pound. Kontert mit Upkicks. Jetzt, da. Hör mal fest. Und jetzt ist Habib in der Situation, greift von oben durch. Jetzt schwer einzusehen jetzt gerade, ob er den rechten Arm und das Kinn geschoben hat, ob er ihn durchbekommt. So, Eric Whittington, der Kampfrichter, der guckt hier ganz genau nach, geht genau auf Höhe der Kontrahenten. Nee, jetzt wird der Griff gelöst. Aber immer noch gefährlich, sehr gefährlich. Da ist er drin. Oh, ja, Magomed muss sich, dreht sich raus. Jetzt wird die Submission angesetzt. Und das war's. Wow. Hast du gesagt? Zweite Runde. Submission angesetzt, stark gemacht. 2 Minuten 15 dürften rum gewesen sein. Und da holt sich Habibullah Nori aus Regensburg den Sieg, den ersten des Abends, der hier an ihn geht bei We Love MMA 56. Da sehen wir die Eingangstechnik. Da hat man noch das Gefühl gehabt, dass eigentlich Magomed Asaif der Mann ist, der eher an der Würgetechnik ist. Und hier sieht man es auch, wie er abschlägt. Ja, gut, der ist enttäuscht, das ist klar, denn er hat die erste Runde doch zugesprochen bekommen. Aber dann hat er seinem Gegner einfach in die Karten reingespielt. Und der freut sich, der ist so stolz.
Profidebüt. Erfolgreich bestritten. Zu Recht stolz. Er hat einen sehr starken Ringer besiegt und das am Boden. Jetzt müssen wir aufpassen, dass er uns hier nicht vom Cageband runter direkt auf den Kommentatorenplatz runter springt hier. Nee, er geht wieder nach hinten zurück. Der erste Kampf ist durch. Wie immer bei Wheel of MMA, wenn der Kampf gut gab, fordere ich vor der offiziellen Urteilsverkündung einen Applaus ein für die Leistung beider Kämpfer. Und ich hätte ganz gerne genau diese Respektbezeugung für Habib Nouri und Magomed Ashayan. Ach, verdient. Verdienter Applaus für beide. Für beide natürlich an dieser Stelle. Vielen Dank. Ladies and Gentlemen, wir haben ein Referee-Stoppage nach 2 Minuten 13 Sekunden in der zweiten Runde. Grund dafür war ein Rear Naked Choke. Und den ersten Sieg des Abends fährt sich der Mann aus Regensburg ein, Habib Nouri. So, und ich mache jetzt mal hier als Münchner einfach so eine Art inoffizielle Wertung auf. Ich sag mal, Bayern gegen die internationale Konkurrenz. 1-0 steht es im Augenblick für den Freistaat.